Weithin sichtbar ist die Löwenburg nicht nur von ihrer erhabenen Lage aus auf die schroffe Steilküste oberhalb von Perikum, sondern auch durch den stets frisch weiß, weißen aufragenden Mauern, die auch an sonnigen Tagen selbst im Winter aussehen wie ein polierter Harnisch. So edel wie diese Festung in der Ferne wirkt, so trutzig erscheint sie für den Betrachter aus der Nähe. Wenn ihr dann herankommt an den feinen Kalkplatten vorbei, werdet ihr an der Wehranlage, an den wuchtigen Steinen vorbeigelassen und könnt dann unter euch auf dem Innenhof, dem Paradeplatz, sehen, wie dort gedrillt und geübt wird. Ihr könnt das Spital erkennen, wo dann wohl zwei, drei Leute versorgt werden, beziehungsweise dann mit einem geschienten Arm daneben sitzen. Ihr könnt die Stallung erkennen mit den prächtigen Pferden, die Fechthalle, die wohl auch hell erleuchtet ist, und auch das Rüst- und das Zeughaus. Ihr könnt das Badehaus erkennen und den gewaltigen Rondra-Tempel mit dem Fahnenheiligtum, wenn ihr dann über die lange Mauer in Richtung der Mythraels-Bastion und dem Palast lauft. Vor euch ein gewaltiger, hoher, roter Turm und die Wohnturmebenen von den Erhabenen und dran von Eiler von Schattengrund da selbst. Es ist wirklich beeindruckend, wenn ihr davor steht. Naja, auch wenn sie nicht kämpfen können, Burgen bauen können sie. Oh, ich habe Eiler schon länger nicht mehr gesehen. Ich freue mich richtig. Ihr solltet sich vielleicht mit ihrem vollen Titel ansprechen. Das wäre Nein, wir sind so. Und ich zeige dir einen gekreuzten Finger. Eiler und ich, so, wir so. Haben uns... Ja, immerhin. Ich weiß nicht, die Rondrianer und ich, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Sie mögen die direkte Art von uns Zwergen ja sowieso ganz gerne. Und als ich Eiler dann einmal getroffen habe, wir haben uns immer gut verstanden. Wusstet ihr, dass wir uns hin und wieder auch Briefe geschrieben haben? Nein, das wusste ich nicht. Ich lese eure Post nicht. Naja, solltest du. Ist eigentlich ganz spannend, was Boltax manchmal so schreibt. Bisschen viel ja. über Pilze, aber sonst eigentlich ganz spannend. Ich finde auch. Es sind geistreiche Ergüsse, die ich zu Papier bringe. Wo schon mein... Bitte! Wenn ihr das sagt... Hast du schon meine Höllenfahrt gelesen? Du meinst diese hanebüchige Geschichte und eure Selbstüberhöhung dazu? Nein. Ich habe sie in Kunchum in Druck gegeben und bestimmt hat sie sich mittlerweile aventurienweit verbreitet. Nun ja, nichtsdestotrotz ist es eine hanebüchige Geschichte, eigener Selbstüberhöhung. Nun, sie hilft uns am Ende sicherlich noch Mittel zu requirieren. Hey, jeder aus dem Weg. Und er steht so ein bisschen im Weg. Hinter euch reiten wohl 5 Leute, die wohl gerade vom Thjostfeld kommen. Ihr könnt an ihrem Sattel geborsten und gebrochene Lanzen erkennen, Übungslanzen und wohl einige Knappen, die noch hinten drein laufen. Geht aus dem Weg, bitte. Ja, klar, natürlich. Danke, danke. Rondra mit euch. Und mit euch. Und mit euch. Zwinkert ihr nochmal zu und dann trappen die Pferde an eurer rechten Seite vorbei in Richtung der Stallungen. Lydia, sie können gut mit mir. Sie haben euch nur begrüßt und haben euch gesagt, so, ihr sollt beiseite gehen. Was ihr da immer hinein interpretiert. Ach, nur weil sie euch nicht angesprochen haben. Ihr müsst nicht eifersüchtig sein, Abelmir. Ich bin nicht eifersüchtig. Natürlich nicht. Lass uns einfach hochgehen und sehen, ob wir eine Audienz bei ihrer Erhabenheit bekommen. Naja, ich weiß, Abelmir, du findest das schwer mit dem Freunde finden, aber wir arbeiten dran. Ja. Krumpf. Ging steif beiseite. Ja, ihr könnt euch dann versuchen, durch die Unterburg einen Weg nach oben zu finden, an der Gasse der Handwerker vorbei, an dem Löwenkeller vorbei. Bis ihr dann irgendwo vor den Gemächern von Eiler nicht ganz wohl steht, aber vor euch steht dann die Weiße Garde, die euch erst einmal nicht vorbeilassen. Heben dann die Hand. Halt, im Namen von Rondra. Hier gibt es keinen Zutritt. Verzeiht, auch für eine Geweihte der Reihe oder des Chor nicht. Wir wünschen uns um Audienz bei ihr. Nun... Die hohe Eiler Amalion von Perikum ist leider nicht zu sprechen. Das Schwert der Schwerter
Na, ist von Visionen geplagt. Oh, ich hoffe von guten Visionen. Er schüttelt nur bemitleidenswert mit dem Kopf. Nun, ich bin ein guter Freund von ihr. Wenn sie irgendwelche Hilfe braucht, sie kann sich jederzeit an mich wenden. Das weiß sie hoffentlich und das wisst ihr hoffentlich auch. Wir sind gerade heute in den Hafen eingelaufen. Wenn ich etwas für sie tun kann, lasst es mich wissen. Ihr seid? Ich deute mal auf meine goldene Sch- Ich habe guter Ruf 5 in der Rondra-Kirche. Also ich glaube, die müssten eigentlich wissen, wer ich bin. 5! Ja! Junge! Ich habe nur 3, aber Beutels hat halt echt 5 gekauft. Ja. Ja, was hast du gekauft? Verdient. Genau. Ich habe halt immer auf Rondra-Kirche genommen. Verzeiht, wie ist euer Name? Boltax. Ah, ihr seid Boltax. Kennt mich eigentlich. Ja, ja. Ah, ich sehe es an eurer Schärpe. Nun, tatsächlich, ja, wenn ihr es jetzt gerade so sagt, verzeiht. Die Schärpe habe ich wohl gesehen, aber ihr seid doch tatsächlich der einzige der Zwerg, der jemals eine solche bekommen hat. Außer dem Hochkönig. Aber, ich werde... Wenn Eila erwacht, werde ich ihr sagen, dass sie unterwegs war zu ihr. Kann ich etwas ausrichten? Das ist gut. Nun, wenn es etwas gibt und wenn sie wieder erwacht, ich würde mich einfach gerne mit ihr unterhalten. Es ist schön, eine alte Freundin wiederzutreffen. Und wenn ihr sagt, sie wird von Visionen geplagt, vielleicht kann ich auch etwas Linderung verschaffen. Immerhin bin ich ja nun in meinem Volk für derlei Dinge auch bekannt. Ich werde, wie gesagt, mit ihr sprechen. Und lasst vielleicht anklingen, nun, wenn die Sturmlöwin ihr Visionen von schlimmen Dingen sendet. Nun, wir unternehmen etwas gegen schlimme Dinge und das ist vielleicht die beste Heilung überhaupt. Ich dachte, ihr hattet zu viel zu tun. Na gut, ich werde wie gesagt ihr ausrichten, dass ihr hier wart. Ja, und während er euch so ein bisschen buxierend abwehren möchte, da könnt ihr sehen, wie hinter ihm eine der Türen aufgeht und Bibernell von Hengisfort herauskommt. Oh, ihr. Zulamins Gesicht hält sich auf. Bibernell. Zulamin. Und Boltax, Rafim? Ja, schön, euch hier wiederzusehen. Und wir wollen Abel Mirja Morenes nicht vergessen. Selbstverständlich. Der Schwarzmagier, der selbstverständlich auch viel für die Rondra-Kirche getan hat. Verzeiht, ich kann euch leider nicht zu Eila lassen. Ich vermute, ihr wollt gerade zu ihr, ja? Das ist richtig. Die wollten zu ihr, wir haben sie abgelehnt. Ja, das ist richtig. Nun, dann lasst doch uns am besten in den Löwenkeller gehen, da... Folgt mir. Sehr gerne. Nun, wie geht es? Es ist auch eine große Freude, euch wiederzusehen. Wie ist es euch ergangen in der Zwischenzeit? Nun, die Senne Süd macht nicht so sehr viel Probleme wie die des Nordens, möchte man meinen. Aber auch dazu später mehr im Löwenkeller, wenn wir uns eine ruhige Ecke gesucht haben. Die Visionen, die Eila plagen, sind nichts für unterwegs. Natürlich. Ja, so könnt ihr ihr folgen, wieder durch die Gänge zurück, bis ihr dann vor einer Schenke im Inneren der Burg steht, dem Löwenkeller, wo dann die Treppenstufen nach unten führen. Ja, ein Kellermagazin, was ziemlich gemütlich ausgebaut worden ist. Allerlei Geweihte, Gardisten, Abenteurer, die dann hier sitzen, Bier, es riecht nach Lammbraten. Ihr könnt dann auch noch sehen, wie da wohl die 2-3 vom Tjostplatz da solche ebenso gerade noch hingesetzt haben, haben sich dann noch natürlich die Stiefel abgeputzt, aber ja, es ist echt gemütlich, gerade wenn es auch draußen kalt ist und der Schnee liegt, hier dann irgendwelche Lagerfeuer angezündet worden sind, wo dann eben auch nochmal die weitere Haxen brennen. Also hier ist, es ist ziemlich gemütlich. Und sie hebt einmal begrüßend die Hand, wenn sie dann an dem Wirt vorbeigeht, der ihr dann auch ebenso die Hand grüßend entgegensteckt und dann eine der ruhigeren, dunkleren Ecken nimmt, in der sie sich dann verzieht mit euch. Also, ich würde auch grüßen, die Hand heben und winken und so weiter. Ja, kannst du gerne tun. Man wird dir auch höflich zunicken, auch wenn man dich gerade so nicht kennt.
Aber ja, ein Zwerg, gut, wenn man dann die Schärpe wieder sieht, ja, das muss Boltax sein, aber auf den ersten Blick wird es ein bisschen dauern. Nun, ich gehe mal davon aus, dass ihr eigene Probleme habt, oder habt ihr tatsächlich Lösungen zu bieten, warum ihr zu Ayla, dem Schwerter-Schwerter, wolltet? Nun, es könnte sein, dass unsere Probleme und ihre Probleme zusammenfallen, aber das wissen wir nicht, da wir nichts über den Inhalt ihrer Vision gehört haben. Es geht mal wieder um den Krieg. Ihr hattet damals selbst einen großen Teil dazu beigetragen, Hafax abzuwehren. Doch ich glaube, dieser Aufschub war nur von geringer Zeit. Eine neue Prüfung steht hervor und sie ist leider mit dem ehemaligen Herrn von Maraskan verknüpft. Der Schattenmarschall, er kommt. Nun, ich fürchte, dann fallen unsere Interessen gerade nicht zusammen, denn unser Blick ist immer noch auf die blutige See gerichtet, wie ihr vermutlich schon erraten habt. Nun, auch das muss selbstverständlich in gute Hände gelegt werden und ich weiß, dass wenn ihr euch diesem Ganzen annehmt, dass es gelingen wird. Wenn ihr die Hilfe der Rondra-Kirche braucht, dann kann ich euch einige Mittel zur Verfügung stellen. Im Namen von Ayla selbstverständlich. Nun, wir kommen nicht um euch. Wir kommen nicht als Bittsteller, auch wenn wir jederzeit dankbar für eure Unterstützung sind. Vielleicht wird es euch das Herz leichter machen, dass uns die Sturmlöwin vor kurzem erst sehr beigestanden hat, als wir die Pforte vor Rulat geschlossen haben. Das habe ich in meinen Träumen gesehen. Und jetzt sind wir in einer... Ich weiß nicht, ob das etwas ist, womit ihr euch befassen wollt. Es geht um Diplomatie und Intrigen hier in der Stadt. Die eine aber politische Misere, nicht wahr? Ja, möglicherweise sind allerdings auch Paktierer in die Sache verwickelt. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Dann redet offen. Vielleicht kann ich euch helfen. Ihr wisst sicherlich, dass die Admiralin der Perlenmeerflotte verschwunden ist. Ich habe davon gehört. Ich fahre zwar nicht oft zur See, aber mir wurde zugetragen, dass die Admiralität neu bestückt wurde, ja. Wir konnten sie aus dem Gefängnis auf Rulat befreien. Aber es scheint wohl nicht so einfach zu sein, sie wieder in ihrer vorherigen Position zu installieren, denn wir haben Hinweise auf eine Intrige gegen sie, die wohl maßgeblich vom Haus Marix ausgeht. Und ihr vermutet Paktierer in dieser Familie? Nun, wir haben keine Beweise dafür. Deswegen möchte ich in Bezug darauf vorsichtig sein. Wir haben jedoch Beweise, dass sie mit Paligern zusammenarbeiten. Also nicht mit Rondrigan. Nicht mit Rondrigan. Ich vermute, ihr sprecht von Darion Paligan. Genau. In der Tat. Und nun, ihr Ziel war es offensichtlich, die Admiralin dort im Gefängnis zu brechen, so dass sie selbst, wenn sie jemals wieder herauskommen sollte, nicht mehr in der Lage sein würde, die Perlenmeerflotte anzuführen. Daher ist wohl davon auszugehen, dass ihr Stellvertreter gut mit dem Haus Marix steht und mehr in ihrem Interesse handelt. Nun, was ich euch auf alle Fälle zusichern kann, ist, dass ich sie in die Löwenburg lade. Ihr wisst sicherlich, dass dieser Boden zweifach geweiht ist. Sollte sich ein Paktierer innerhalb ihrer Reihen befinden, so würden sie die Einladung höchstwahrscheinlich ablehnen oder aber sterben. Aber... wie kann ich euch sonst bei der Intrige helfen? Könnt ihr die Admiralin hier einladen und sie beschützen? Das kann ich selbstverständlich tun. Das wäre uns eine große Hilfe fürs Erste. Das kann ich euch zusichern. Ich habe genug Spielraum, auch hier innerhalb der Burg, auch wenn ich nur Gast bin, aber ich kann hier in Aylas Abwesenheit schalten und walten.
Also, dass sich der Admiralissima einige Räume zur Verfügung stellen kann, von denen sie auch arbeiten könnte, wenn sie mag. Es läuft eine Rufmordkampagne gegen die Admiralin. Ich denke, dass auch euer Wort als Rondra-Geweihte Gewicht haben könnte, solltet ihr euch, wenn es soweit kommt, für sie aussprechen. Natürlich würde ich nie von euch erwarten, entgegen eurer Überzeugungen auszusagen. Ja, ich werde mit der Admiralissima selbst einmal sprechen, um mir ihren Geisteszustand zu besehen und auch ihre Fähigkeiten einzuschätzen, so es mir denn möglich ist. Ich bin wie gesagt keine gute Seefahrerin, aber ich werde sie zu mir ans Zeichenbrett holen. Vielleicht ist sie ja kriegskundig genug, um mir dort einige Tipps zu geben. Wir werden sehen, inwiefern ich dann für sie tatsächlich sprechen kann oder auch nicht, aber wir holen sie hierher. Sie kann von hier aus arbeiten und ich werde dafür sorgen, dass keine bösartigen Gerüchte weiterhin in diesen heiligen Mauern gesprochen werden. Sie ist eine schwierige Person, aber ihr wart auch mir eine wunderbare Mentorin. Ich bin sicher, sie kann nur von einem Gespräch mit euch profitieren. Nun, ich versuche mich den Menschen vor mir anzupassen. Das war immer eine große Stärke von mir. Ich bin nicht so sehr die Kämpferin, wie Ayla es ist. Vielmehr diejenige, die dann ratkundig dabei steht. Nun, ihr wisst es ja selbst, wie es ist, Visionen zu bekommen. Also gut, sagt ihr, sie ist hier herzlich willkommen. Gut, dann werden wir sehen, ob sie diese Einladung annehmen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich freut, mal wieder auf Perikuma-Boden zu treten. Und davon kann ich ausgehen. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Oh, ich habe vorhin das Tjost aus etwas mehr Entfernung gesehen. Meint ihr, man könnte so etwas auch von einem Reitstrauß aus? Nun, ich führe die Senne Süd, selbstverständlich. Das habe ich auch schon gesehen. Gerade um Kunchum herum, noch weiter im Süden ebenso. Je weit ihr auch in Richtung der Gor geht, wird es dort ebenso getan. Viel mehr als, nun, Sport möchte ich es nicht meinen. Es wird dort wenig auf offenem Felde die Reitstrauße geführt, aber ja, es ist möglich. Oh, interessant. Und was bräuchte ein Reitstrauß so für eine Rüstung, um das Ganze mitmachen zu können? Die Pferde sind ja einigermaßen gut gepanzert, nicht wahr? Die Pferde sind tatsächlich gut gepanzert. Ich müsste mir mal ansehen. Wir haben bei den Stallungen einen Sattler und beim Tjostfeld haben wir neben dem Zeltlager auch noch ein weiteres Gestüt. Wenn ihr euren Strauß mitführt, dann sage ich dem Sattler, er soll sich das mal ansehen. Oh, das klingt verlockend. Das werde ich auf jeden Fall einmal tun. Habt vielen Dank. Sehr gerne. Noch etwas. Rafib, kann ich euch irgendwie helfen? Naja, ich bin ehrlich gesagt hauptsächlich hier, um mich ein bisschen zu beruhigen. Nun, wenn ihr mögt, das Badehaus steht euch offen. Praktiziert hier vor Ort das Ringen? Selbstverständlich auch. Ihr könnt das entweder in der Fechthalle tun oder auch auf dem Paradeplatz, ganz wie ihr mögt. Ja, ich würde mich auch schlagen, aber ich befürchte, das würde nur zu Verletzungen führen, die auf der anderen Seite zu Unglück führen. Nun, ich bin mir sicher, dass wir in diesen Hallen sicherlich den ein oder anderen Geweihten oder aber Akoluten finden, vielleicht einen Ritter, einen Krieger von weit her, der sich gerne mit euch schlagen möchte. Solange es nur um das zweite Blut geht und nicht das dritte Blut, könnt ihr euch raufen und ringen, wie ihr mögt. Naja, das klingt jetzt schon sehr verlockend. Ich würde nur darum bitten, dass ihr das nicht hier im Löwenkeller tut, sondern wie gesagt auf dem Paradeplatz mit Regeln. Ja, natürlich. Sulamin, braucht ihr mich denn jetzt sofort oder hätte ich kurz Zeit? Ich denke, so viel Zeit haben wir.
Und wir wollen schließlich nicht, dass du einen inneren Zorn ansammelst. Ich denke, das wäre gut für niemanden. Naja, Boltax, aber mir wollt ihr mitmachen, Zulamin? Nun, Verzichter. Ja, danke. Ich komme gerne mit und schaue mir das Ganze an, mit einem oder zwei Krügen Bier vielleicht, aber praktizieren werde ich nicht, das überlasse ich euch. Zulamin, wollt ihr vielleicht mitmachen? Wenn das dich glücklich macht? Naja, das kann ich jetzt nicht abstreiten. Wo ist denn der Paradeplatz, da wo die Herren langgeritten sind? Ja, ihr geht einfach aus dem Löwenkeller heraus, an der großen Mauer vorbei nach rechts und zwischen den Stallungen und der Kanzlei werdet ihr den Paradeplatz finden. Naja, also ich brauch sonst nichts mehr von euch, will sonst noch jemand was von der netten Dame? Wir melden uns, wenn wir mehr über diese Intrige herausgefunden haben und es vielleicht etwas gibt, was ihr noch für uns tun könnt. Selbstverständlich. 10 Minuten später steht Rafim auf dem Paradeplatz. Würfel mal ein W20 plus 10. Natürlich. Insgesamt 20. Ja, es haben sich 20 Leute gefunden, nachdem du dann gesagt hast, er willst kämpfen. Beziehungsweise du willst Faust kämpfen, die dann trotz der Kälte mit freiem Oberkörper oder eben ohne Rüstung und dann nur mit so etwas wie ein paar Tuchen davor sich eingefunden haben, haben allesamt die Hände gehoben und stellen sich dann auch in Reihe und Glied, damit du dann nacheinander gegen sie kämpfen kannst. Okay, dann würde ich gegen die Herren raufen, aber gegen 10, 20 Leute schaffe ich das. Also nicht gleich, nein, immer nur einzeln, ne? Du raufst halt einen nieder und dann der nächste, so. Und wie viel Ausdauer hast du? Ich habe, 36 Ausdauer und 18 hatte ja wie im Raufen. Also ich würfel auf die 21, 17. Ja, das Problem ist halt, dass du wirst halt auch fleißig kassieren, ne? Ja, richtig. Also. Die machen nach halt die 3 oder 4 TPA. Ist vermutlich irgendwann Ende. Genau, also nach 3 oder 4 ist dann tatsächlich wohl irgendwie Ende. Sagen wir 5. Nach 5 Leuten ist Ende. Aber du bist relativ glücklich und die eben auch. Und man wird dir wieder hochhelfen aus dem Schnee und dann nach deinen Heldengeschichten fragen und dann wieder dich zurück in den Löwenkeller führen, wo sie dir Bier ausgeben. Wunderbar. Ich schreibe mir mal 10 Schadenspunkte auf. Ich schätze, so viel werde ich vorab gekriegt haben. Naja, wenn du K.O. gehst, dann TP. Also meinetwegen kannst du bis auf die Hälfte deiner Lebenspunkte runtergehen. Ja. Also, die Regen war jetzt hier wieder weg. Ja, war Ziel der Übung, mir aufs Maul hauen zu lassen. Mhm. Rafim wollte, dass ich mich beteilige. Zulamin würde erstmal ihr sehr langes Haar in einen festen Zopf flechten. Und sich dann die hübscheste von den Rondrianerinnen aussuchen und sie um, sagen wir mal, eine Lehrstunde bitten. Denn Zulamin ist im Ringen so okay, aber jetzt nicht berauschend. Aha, im Ringen, ich verstehe. Im Ringen, ja? Ja. Gut, dann bekommst du eine Lehrmeisterin fürs Ringen. Und sie wird dir den einen oder anderen Trick, vor allem mit den Füßen, zeigen. Die hast du bisher mal vielleicht so ein bisschen ignoriert. Hast dich viel auf die Griffe und die Arten zu werfen konzentriert, aber sie wird dir zeigen, dass du vor allem mit den Füßen viel mehr Spielraum hast. Gerade je weiter du mit den Füßen am Gegner stehst, je näher du bist, desto besser für dich, weil deine Würfe einfacher sind, weil du eben auch über Schwerpunkte arbeiten kannst und du wirst 3-4 Mal auf den Schnee geschickt, beziehungsweise dann auf den Sand und weiß genau gar nicht, wie das jetzt so schnell funktioniert hat. Sodass ihr da selbst sehr viel Spaß haben dürft auf dem Paradeplatz, während andere Leute euch ebenso zusehen. Zum Beispiel ich. Zum Beispiel du. Ich wäre derweil wahrscheinlich losgegangen. Ich hätte vorher wahrscheinlich noch eine Treffung vereinbart, beim Schiff wahrscheinlich. Und wäre dann Richtung Akademie gegangen. In Richtung der Akademie? Schule der Austreibung. Ja, da stehe ich wahrscheinlich von den Toren. Ich gehe wahrscheinlich über diese Brücke rüber, die eingezeichnet ist.
Ja, also wir gucken gerade mal, die Akademie hat ja hier vorne den Anfang über die Brücke, da kommst du auch relativ rüber, bis du dann vor einem großen schmiedeeisernen Tor stehst. Das hast du auch schon das ein oder andere Mal gesehen, nur damals trugst du noch weiße Klamotten. Und du stehst jetzt vor sehr grimmigen Perikumer Wächtern, das Elite-Regiment Perikum, was da auch mit einem kleinen Löwenhaupt auf ihrer Rüstung prangt, sehen da relativ stolz aus. Wie sie dann die Arme vor dir verschrecken. Wo willst du denn hin? Verzeiht, ich erwünsche eine Audienz bei seiner Spektralität. Ihr seid... Mein Name ist Jabelmir Jamorinus. Richte ihm das aus. Ihr seid Schwarzmagier. Seid ihr euch sicher, dass ihr hier hin wollt? Wenn ich nicht sicher wäre, würde ich nicht stehen, nicht wahr? Und nun geht. Gut. Ja, und dann werden sie ebenso wie das bei Perikum, ebenso wie es bei Palligan der Fall war, 2-3 Minuten verschwinden, kommen dann wieder und lassen dich dann hinein. Ich muss gerade mal meine Hallenarkane Macht aufmachen, Moment.